Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast 2. Heute habe ich mal was Besonderes gemacht. Ich habe das ganze YouTube-Money eingesammelt und 1 Million zusammengekratzt und von John Cena den Ford GT gekauft, den wir hier heute mal auf der Nordschleife testen werden. Das ist nämlich in dem Sinne besonders, da Ford gesagt hat, zumindest ist das das Gerücht, dass beim Verkauf du einen Vertrag unterschreibst, also beim Kauf von diesem Auto unterschreibst du einen Vertrag, wo drin steht, dass du den 1 Jahr oder 2 Jahre, weiß ich nicht ganz genau, behalten musst und nicht direkt flippen darfst, so wie es in Amerika heißt. Also nicht direkt wiederverkaufen für hohen Gegenwert und einen höheren Geldwert, sondern du sollst den behalten. Und das hat der John Cena nicht gemacht, der hat sich gedacht, nö, Arschlecken, ich verkaufe den trotzdem. Und dementsprechend habe ich jetzt einen Ford GT. Und das Ganze hier, ich weiß nicht, welche Lackierung der Ford den hatte. Der John den hatte, ich glaube, in dem Blau. Ich habe mich aber hier mal für dieses Schwarz mit den roten Streifen entschieden, was auch, glaube ich, so ein bisschen das Presseauto war von der Lackierung her. Und das sieht halt schon arschgeil aus, muss man sagen. Ich finde den Ford persönlich jetzt nicht ganz so schön. Also von vorne und von der Seite ist mega gut, aber das Heck, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus mit diesen zwei dicken Rohren, die da hinten rauskommen in der Mitte und dann diesen dicken Löchern und so. Ist von mir aus aerodynamisch effektiv. Das Ding ist ja auch super tief und da muss man sich über die ganze Aerodynamik des Fahrzeugs natürlich Gedanken machen. Das wird schon seinen Sinn haben, dass das so da hinten aussieht, wie es aussieht. Aber gut, ich sitze dann lieber im Auto und dann ist mir das Heck eigentlich auch Schnuppe. Ja, und das werden wir heute mal auf der Nordschleife testen. Mal gucken, welche Zeit wir da so schlagen werden. Ich habe die weichen Reifen diesmal drauf. Deswegen, wir machen heute richtig auf Rundenzeit und richtig Kasala. Und da können wir eigentlich direkt mal mit anfangen. Ich setze mir die Virtual Reality Brille auf. Zack, zack, drin in der digitalen Welt und dann gehen wir ins Cockpit. Ja, okay, ich finde die richtigen Tasten, da sind wir auch schon. Und irgendwie kriegst du hier auf jeden Fall Klaustrophobie. Das ist ein ganz, ganz enges, gedrungenes Cockpit. Ich habe auch gelesen, es gibt keine, also du kannst den Sitz nicht vor und zurück machen. Sondern die Pedale und das Lenkrad quasi verstellen. Fand ich sehr interessant. Aber hat wahrscheinlich auch mit der Höhe zu tun, dass du einfach nicht unten noch so eine Schiebeleiste brauchst unterm Sitz und kannst da nochmal 2-3 Zentimeter sparen. Und so kannst du das Ding so flach machen, wie es eben geht. Wir legen los, würde ich sagen. Und ich mach mal diese App an. Genau, dann seht ihr links, was für Zeiten wir so fahren und wie lange ich hier schon rumstehe. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Und fahren mal so ganz gemütlich durch die Gegend. Das Auto ist ja quasi entstanden, weil Ford ja auch den Ford GT in der GTL M-Klasse fahren lässt. Und da musste ja, glaube ich, 500 Fahrzeuge auf der Straße oder für die Straße produzieren, damit du da in dieser Klasse fahren darfst. Ansonsten bist du in der Prototype-Klasse. Und ja, das hat Ford gemacht. Es gibt 499 oder 500 Stück von diesem Ford GT. Und Ford selber hat sich ausgesucht, wer denn einen kaufen darf. Es gab ungefähr 6500 Leute, die sich dafür beworben haben. Und Ford hat dann 500 Leute ausgesucht, die einen kaufen durften. Und John Cena war dabei und durfte dann 450.000 Dollar auf den Tisch legen und sich dieses Auto kaufen. Und hatte dann für eine Mille, sagt man so, hat er den Video verkauft. Das Ganze ist schon, die Story ist schon fast ein halbes Jahr her. Deswegen bin ich da nicht ganz so aktuell. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Und wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir den gekauft von John Cena. Halten aber auch jetzt mal die Klappe und legen mal ein bisschen los hier. Fangen direkt schon mit einer Hotlap an, auch wenn die Reifen kalt sind. Wir hatten da gerade 300 Meter in der Höhe. Los geht's! Okay, Reifen so langsam auf Temperatur, die Anzeige seht ihr gerade nicht, aber da kann ich unten rechts hingucken, wenn bei euch auf dem Bildschirm so ganz unten rechts so leicht angezeigt wird. Hoppala! Interessante Situation. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vom Gefühl her ein typisches Project Cars 2 Problem, dass da manche Autos am Flugplatz so komisch reagieren. Aber das können wir gerade eben noch abfangen. Hier wieder 160
76 Meilen auf dem Tacho, was ca. 280-290 km/h sind. Vorm Schwedenkreuz, unfassbare Leistung. Wir haben 3,5 Liter 6-Zylinder EcoBoost mit Turboaufladung natürlich, die wir auch schon fleißig hören im Hintergrund. Es klingt immer die ganze Zeit so, als wäre der Soda-Club-Mixer fertig mit Kohlensäure ins Wasser pumpen. Wenn du auf dem Gas stehst, weil du einfach die ganze Zeit dieses Pfff der Turbolader hörst. Wieder anständig Luft in die Brennräume pumpen und blasen. Das Ganze auf jeden Fall gut für 650 PS. Das Ganze bei einem Leergewicht von 1,5 Tonnen. Denn das Ding ist quasi komplett aus Carbon. Das ist das erste Fahrzeug von Ford mit Carbon-Karosserie. Ich glaube, hat auch Carbon-Felgen am Start. Die pro Felge mal locker 5-6 Kilo leichter sind als eine normale. Felge. Also hier ist wirklich alles aus Carbon, deswegen ist er auch so verdammt teuer. Hoppala! Mein Gott! Stabilitätskontrolle ist aus. ABS ist an und Traktionskontrolle ist ebenfalls auf geringer Stufe an. Deswegen geht er ab und zu nochmal quer. Aber eben nicht so, dass man da jetzt völlig aufpassen muss. Du kannst quasi voll auf dem Gas stehen bleiben und den Rest mit der Lenkung machen und dann haut das eigentlich hin. Zeit noch nicht ungültig, Glück im Unglück. Auch wenn das natürlich eine Menge Zeit gekostet hat, gerade hier bei dieser Passage, wo man lange Vollgas geben kann, aber jetzt hier auch schon mit 240, 250 km/h auf dem Tacho Probleme, das Auto stabil durchzukriegen. Tacho im Cockpit hier im Display ist in Meilen, also nicht wundern. Umrechnung Faktor ca. 1,6, sprich 100 Meilen pro Stunde sind 160 km/h. Dann habt ihr da so einen Lichtwert. Letzte Rundzeit hier im Project Cars wurde von einem abgefahrenen Community-Mitglied oder einem abgefahrenen Zuschauer quasi erfahren, nämlich vom Lena G mit 6 Minuten 55. Gerade eben die magische 7-Minuten-Marke knackt. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen werden. Also es ist schon eine sehr rutschige Angelegenheit, trotz dieser weichen Pirellis. Also die griffigste Reifenmischung, die man hier so in Project Cars auf Straßenwagen packen kann. Ich fahre übrigens mit dem OEM Straßenbedingungs-Setup. Wir haben jetzt gleich schon die 6-Minuten-Marke geknackt und ich bin noch nicht auf der Nöttinger.
auf jeden Fall jetzt bei 6 Minuten 12 ungefähr. Das heißt, ja, 7 Minuten könnte sehr, sehr knapp werden. Ich habe hier kein DRS oder ja sowieso keinen Elektromotor Schnickschnack. So, 185, 186 km/h sind ungefähr die 300, aber die kriegen wir hier gerade nicht im dritten Gang. Doch, da, jetzt haben wir sie. 300 km/h unter der Bielsteinbrücke drunter her. Wir hängen direkt noch mal eine Runde dran. Und sind bei, gerade die 7-Minuten-Marke geknackt hier. Schade, schade, 7 Minuten 2. Da geht also noch ein bisschen was. Leistungsdelta an irgendeiner Anzeige? Nee, leider nicht. Dann lassen wir das so. Boah. Das war komplett abgehoben. Ich bin einfach mal beim Sprung auf dem Gas geblieben. Ihr habt es gehört. Die Drehzahl ist hochgegangen. Denn vorhin bin ich da vom Gas gegangen. Und deswegen ist ja die Nase sehr, sehr krass eingetaucht. Boah, hier waren wir komplett in der Luft. Kein sauberer Ausgang hier, Adenauer Forst. Aber wir haben minus 2 Sekunden. Hier kurz vorm Metzgesfeld. Oh Gott, kein sauberes Metzgesfeld. Riesiger Drift. Hinterreifen jetzt warm. Das ist nicht gut. Oh nee, runter da. Das macht schon eine Menge Laune, muss man sagen. Verschiebeck ist schön, alles spürbar. Das Auto macht keine Faxen, keine komischen. Wieder 270 auf dem Tacho, unfassbare Geschwindigkeiten hier vor der Mutkurve.
Das wäre nochmal eine Zwischenzeit schön. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen langsamer als gerade. Mein Gott! Wir haben auf jeden Fall Zeit verloren und da ist die Rundzeit sogar ungültig. Schade, schade. Aber wir wären bei minus 6 Sekunden gewesen. Scheißen Dreck. Oh Gott. Das heißt, wir wären fast sogar auf Bestzeitkurs hier. War auf jeden Fall unter der magischen 7 Minuten. Oh, come on! Und jetzt nochmal. Das schöne Carbonkleid gebrochen. Ach, ärgerlich. Aber trotzdem dürfen wir das auch unter 7 Minuten schaffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist auf jeden Fall eine actionreiche Nummer hier. Ich glaube, so die unter 7 Minuten sind ein bisschen einfacher zu rocken als mit dem Porsche. Und ich bin da noch so richtig dran. Ich merke noch, wo ich da gar nicht. Das haben wir ja auch gemacht. Unter 7 Minuten Challenge quasi. Mit dem Porsche 89-2 da hier auf der Nordschleife. Wow! Alles klar. Auto kaputt. Das arme Auto von John Cena. Auto kaputt. Schade, schade. Nächste Runde wird auch gelöscht. Das heißt, wir können nicht mal eine abfeuern in eine weitere. Ich würde mal sagen, wir gucken uns ein bisschen was noch aus der Replay an. Ich verabschiede mich und wir geben uns mit einer 7 Minuten 2 einer offiziellen zufrieden, wissen aber, dass wir ja bestimmt eine 6 Minuten 6,50 oder so geschafft hätten. Also das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ab geht's hier in die Replay. Ach ne, jetzt muss ich hier die richtigen Kameras ersuchen oder was? Da hören wir doch was. Allerdings weiß ich gerade nicht wo. Aha, hier kommt er doch irgendwo. Ne, da war er gerade. Jetzt kommt er von hier. Von rechts wahrscheinlich. Naja, ich klinke mich aus. Wir gucken uns das hier noch ein bisschen an. Und ich verabscheue mich. Und sage bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch oben nach. Da ist das schöne Dinge. Oh, ist der flach. Ja, war das war wieder falsche Richtung, glaube ich. Nee, die ist richtig. Ah ja, und hier auf der Döttinger. Guck mal, da stehen wir sogar am Parkplatz hier am offiziellen. Also das finde ich nach wie vor richtig geil, auch wenn ich mir vorkomme, als wäre ich 50 cm groß, beziehungsweise die Zäune hier 6 Meter hoch. Aber das finde ich nach wie vor richtig geil bei Project Cars 2, dass du hier diese Streckenkameras hast, die so anmuten sollen, als ob du hier auf der Strecke stehst. So, da kommt er. Ja, schade. Hätte ich ein bisschen spektakulärer jetzt erwartet, weil Geschwindigkeit, so wenn man sich so hingucken muss, das war geil. Das sind auf jeden Fall gefühlte 300 km/h. Aber der Sound klingt von vorne und von hinten irgendwie gleich. Naja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss.